Wir wissen, in der Stadtverwaltung kommt es wahrscheinlich, der Genderstern. Was ist eure Meinung dazu, Jürgen? Also ich möchte mal unseren grünen Ministerpräsidenten mal loben. weil er genau erkannt hat, unsere deutsche Sprache wird dadurch kaputt gemacht. Ich verstehe natürlich die Intention des Gendersterns, aber wir wissen alle, dass im Thema der Barrierefreiheit sollte man sich es vorlesen lassen oder Lesemaschinen benutzen, der Genderstern ein Stern ist. Das wird dann heißen, liebe Kolleginnen, Stern, Kollegen oder umgekehrt. Und das ist meiner Meinung nach nicht sinnführend. Wenn man da in dieser Richtung gehen will, um zu zeigen, der Genderifizierung entgegenzukommen, dann haben wir auch eine Idee. Und die Idee ist einfach, barrierefrei den Doppelpunkt zu verwenden. Denn der wird nicht gelesen in Lesemaschinen. Aber ansonsten muss ich ehrlich sagen, ich halte nicht viel davon, dass unsere Sprache verhunzt wird. Jürgen, es ist auch so, dass viele Frauen sich beschweren darüber, dass diese Dimension, dass Frauen gleichberechtigt sind wie Männer, dass diese Dimension damit zu kurz kommt. Dass es der Fokus eher auf diese Minderheit kommt und nicht auf die Mehrheit der Frauen sozusagen. Deswegen glaube ich, dass der Doppelpunkt deutlich die bessere Lösung ist gegenüber dem Sternchen, weil es tatsächlich ideologisch überfrachtet ist. Aus meiner Sicht, aus unserer Sicht, brauchen wir den Stern nicht, sondern wir brauchen eine klare Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau, und das ist im Vordergrund. Genau, die Stadt Lübeck hat ja auch den Doppelpunkt meines Wissens eingeführt, auch Abgeordnetenwatch, pressesprecher.de glaube ich auch. Es gibt ja einige, die den Doppelpunkt nehmen. Das wäre also die, dadurch, dass es ja eingeführt werden würde oder wird, der gangbare Weg oder die gangbare Alternative für uns. Genau, die gangbare Alternative für uns.